Hi, in dieser Quicktips-Folge zeige ich euch, wie ihr es schafft, durch Upscaling eure Videoqualität auf YouTube deutlich zu verbessern. Viel Spaß! Ich denke mal, viele von euch kennen das. Ihr habt ein Video fertig geschnitten, habt es rausexportiert und es sieht auf eurem Computer extrem gut aus. Und dann, wenn ihr das Video auf YouTube hochgeladen habt, stellt ihr fest, dass die ganze Qualität weg ist. Das heißt, das Video sieht unscharf aus, sieht pixelig aus und so weiter. Um das zu vermeiden, gibt es den einfachen Trick, euer Video einfach hoch zu skalieren, zum Beispiel von Full HD auf 4K. Dafür erstellt ihr einfach eine 4K-Timeline in eurem Schnittprogramm und zieht dann euer Full HD-Video da drauf und exportiert dann das fertige Video als 4K bzw. Ultra HD-Video. Und wenn ihr dieses 4K-Video dann auf YouTube hochladet, werdet ihr feststellen, dass die Qualität deutlich besser ist, obwohl es ja eigentlich nur ein Full HD-Video ist, was hochskaliert worden ist. Grund hierfür sind die Video-Bitrates auf YouTube. Wenn man sich mal die Bitrates anguckt, stellt man fest, dass so ein normales Full HD-Video gerade mal 8 Mbits pro Sekunde hat, während ein 4K-Video bis zu 45 Mbits pro Sekunde hat. Das heißt, mit einem 4K-Video habt ihr ungefähr die fünffache Bitrate im Vergleich zu einem Full HD-Video. Besonders nützlich ist dieser Trick bei Leuten, die gerne mit einem Filmgrain arbeiten. Ich mag ja zum Beispiel Gorilla Grain sehr gerne, das ist einfach so ein sehr schöner Filmgrain. Wenn man den auf einem Full HD-Video anwendet auf YouTube, wird von dem Grain nicht mehr viel übrig bleiben. Mit dem einfachen Trick, den ich euch gerade gezeigt habe, werdet ihr deutlich mehr Details von diesem Filmgrain auf YouTube noch sehen. Zwei Nachteile hat das Ganze allerdings, und zwar habt ihr zum einen deutlich höhere Upload-Zeiten. Das ist auch der Grund, warum ich das fast nie nutze, weil ich ein extrem langsames Internet habe und bei mir dauern Full HD-Videos schon manchmal bis zu 2 Stunden hochzuladen und so ein 4K-Video mit der vierfachen Datenrate würde eben noch viel, viel länger dauern. Deshalb nutze ich das nicht so gerne. Der zweite Nachteil ist, dass ihr eben nicht nur mehr Details im Video habt, sondern auch mehr Bildrauschen. Das heißt, Leute, die eine Kamera haben, die mehr Bildrauschen produziert als zum Beispiel meine Sony A7S, die werden eben dann auf YouTube durch diesen Trick auch mehr Bildrauschen sichtbar haben. Das heißt, wenn ihr so ein rauschendes Video in Full HD normal hochladet, kann es sein, dass das Rauschen deutlich reduziert wird, was eben auch ein Vorteil von dieser YouTube-Kompression ist. Falls euer Video jetzt aber nicht rauscht und ihr deutlich mehr Qualität sichtbar haben wollt, kann ich euch nur empfehlen, diesen Trick mit dem Upscalen zu benutzen. Das war schon wieder mit dieser Quicktips-Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.